bin noch selber überlegen, ob ich das schneide, aber ich denke mal, das wird einfach alles roh hochgeladen, so wie es ist. Außer es kommt irgendwas dazwischen, dann werde ich das natürlich rausschneiden. Aber ich glaube, das meiste wird uncut bleiben. So, Ziel, habe ich mir ein Ziel gemacht. Spiel durchspielen in dem Fall Uldia. Aber es glaube ich ja nicht mehr, was war das andere? Es gibt ja jetzt irgendein neues Zeug im Nether, was jetzt irgendwie noch seltener und krasser ist. Netherite? Ich glaube Netherite war das. Das wäre natürlich nicht schlecht, das zu farmen, aber das soll ultra schwer sein. Also, mal gucken. Und da ich eh jetzt nicht so der Profi bin, wird das noch schlechter für mich aussehen. Runter mit dem Gunter. Gut, ich glaube, das sollte erstmal reichen an Kohle. Können wir uns erstmal in die Oberfläche, Erdoberfläche wieder begeben. So, das ist glaube ich Kupfer, das brauchen wir aber nicht. Das bringt uns zumindest glaube ich gar nichts. So. Ach, guck mal, ein Creeper. Und nochmal Lava. Aber wir gehen erstmal wieder zurück. Es ergibt zumindest keinen Sinn, jetzt hier rumzulaufen und irgendwas abzuholzen oder irgendwas zu farmen. Auch mit der, ich sag mal, nicht besten Ausrüstung. Oh, guck mal, da war eine Riesenschlucht. Diese ekelhaften Unterwasser-Zombies, die kenne ich noch, die sind richtig penetrant. Ja, ist okay. So, erstmal hier hochkraxeln. In alter Manier. Soweit es geht natürlich. Sofern auch nicht oben einer auf mich wartet. Das wäre nicht wirklich lukrativ. Oh ja, Wenn man vom Teufel spricht. Nee. Ich habe gerade keine Zeit. Ich möchte nicht ihren Staubsauger kaufen. Ich bin ausgestattet. Da sehe ich doch Viecher. Mach die... Machen Abgang. Ah, guck mal, der Golem hat auch geklärt hier. Alle aufstehen. Kann ich mich irgendwo hier hinlegen, Jungs? Oder bist gerade wieder hell? Nicht annähernd. Jungs, ich darf doch bitten. Muss mal kurz. Danke. So, nett, dass ich bei dir pennen durfte. Wir haben Eisen. Unten war die Riesenschlucht. Hier war eine Kiste. Okay, dann die ganzen Schrott reinhauen, die ich gerade nicht brauche. Was denn das denn wir? Und dann
Dann hätte ich gesagt, wir machen uns auf den Weg in die Höhle. Ja, da unten ist das. Dann kraxeln wir wieder runter. Essen haben wir ja eigentlich genug. Holz 51. Sollte erstmal reichen. So, erstes Ziel ist erstmal Eisen ohne Ende. Dann geht's richtig nach unten. Da oben ist Eisen. Ja, das ist Kacke. An das Eisen komme ich nicht so gut ran. Aber ganz cool hier so. Tropfsteinhöhlenmäßig. Nur dass hier nichts ist, was ich mitnehmen kann. Außer Kupfer. Was ich nicht mitnehmen möchte. Klipp und klar. Also, ich glaube, Kupfer ist relativ unnötig hier in dem Spiel. Nur so ein Problem. Wie komme ich da runter, ohne erstens zu verrecken und zweitens. Also auf Creeper habe ich schon mal keine Lust. Creeper. Da, dich zum Beispiel, dich möchte ich nicht begegnen. Das ist natürlich Eisen. Na, ja, komm her, Junge. Ich komme ja nicht einfach ran. Bin immer noch zu. Geht's hoch. Hey, der kann mich ja schlagen. Frechheit. Ich glaube, hier gibt es nicht viel. So ein Zombie, der Stress sucht. Ja komm, tu dir selber weh. Tu dir weh, Junge. Das ist Bluten. Aber das ist alles hier. Da ist noch was. Aber das ist ja. Ich hätte mir das etwas krasser vorgestellt mit der Höhle. Um ehrlich zu sein. Ich habe Skelett gehört. Oh ne, Skelette. Brauche ich nicht. Gut, für das Eisen will ich jetzt nicht zum Creeper. Da schwimme ich doch lieber wieder hoch. Beide Seiten, für beide Parteien die bessere Entscheidung. Dann suche ich mir doch lieber einen besseren Spot. Tut uns aber Lapis an der Oberfläche. So, also Wasseroberfläche in dem Fall. So nicht Flachland zu haben, ist natürlich auch schon nicht so der beste Ort, da das Wasser, also Anbauen am Wasser, relativ schwierig ist. Achso, du baust halt dein eigenes Feld. Ja, ist hier sonst irgendwie eine Höhle? Ich glaube, das die ersten Folgen werden einfach nur, ich laufe hier rum und erkundige mich. Ist noch ein Berg. So. Jungs. Brauch eine richtige Höhle hier. Ja, meh. Meh, du selber. Meh, mal ein Rasen. Und
das sieht nicht besser aus. Perfekt. Es gibt ja nicht mehr so wirklich normale Höhlen und die sind wirklich immer nur richtig klein. Also kurz in dem Fall. Geh nicht weit. Ich glaube, den Höhlen haben wir nicht so die beste Location. Nee, das sieht schon bescheiden aus jetzt. Ja, ich richte mal ein bisschen, wa? Das Magmastein. Oh, das Zeug heißt, ich kann es dir nicht sagen. Tja. Ich glaube, sieht man von hier aus das Dorf? Ja. Auf der Suche nach einer Höhle, Jungs und Mädels. Alles, was dazwischen liegt. Och Mann. Oh, da fackelt der Wald. Das macht man nicht. Ne, hör auf. Ne. Das ist Kacke hier. Fackel von mir aus dem Baum ab, aber lass den Rest mal in Ruhe. Das ist doof. Waren die hier? Hat die gebrannt? Das ist ja noch ein Dorf. Da sind wunderschöne Hügel, da könnte man drauf bauen. Hier könnte man vielleicht was draus machen. Steg, Hafengebiet. Keine Meeranbindung, wie das, so wie das ausschaut. Jetzt regnet es auch noch. Och Mann. Ich habe Glück mit dem Wetter hier. Ja, das war die Höhle, die ich erkundet habe, wo nix. Also da war ja nichts drin. Das bisschen Eisen hätte ich mir schenken können. Tja, vielleicht findet man ja mal eine Schmiede. Ich habe das Gefühl, so eine Schmiede in einem Dorf ist auch schon richtig selten geworden. Oh. Ja, war das jetzt, ist das Berg oder ist das wie eine Höhle? Das könnte einfach nur eine Klippe sein. Oh, da, das könnte gut sein. Hier noch kurz im Dorf mich umschauen. Oh mein Gott. Oh, fuck. Jungs, übertreibt. Ja, macht man das so. Mein Gott, ey. Wo kommen die denn her, Alter? Spawnen die hier? Das hab ich ja gar nicht erwartet. Ah, hier brennt's. Och Mann, überall Lava sehen oder was? Da habe ich ja richtig Glück hier mit dem mit der Lava. Der andere Teil vom Dorf. Der sieht irgendwie schon aus, als ob er komplett verlassen ist. Ich glaube, hier sind nur normale Häuser. Hier ist nichts.